Lieben, heute ist Donnerstag, der 13. Juli und ich dachte mir, ich fange mit einer neuen Vlogwoche an. Ich hatte gerade Lust da dazu und ja, ich habe aber eigentlich auch gerade keine Zeit zu filmen, weil ich muss jetzt ganz schnell Sport machen. Ich bin schon in meinem Sportoutfit. Ich kriege dann gleich Besuch von einer Freundin und ich muss das vorher noch erledigen, sonst wird das heute nichts mehr. Ich habe heute zwei Pakete bekommen, die packen wir dann zusammen noch aus und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich gerade erstmal nicht zu erzählen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und sagen, wir machen jetzt eine neue Vlogwoche. Ich gehe jetzt Sport machen und dann gehe ich mich frisch machen und dann weiß ich nicht, ob wir es noch vorher schaffen, die Pakete auszupacken. Müssen wir gucken, wenn nicht, machen wir das heute Abend dann. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis später. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. So, Sport ist gemacht, meine Freundin kommt in 5 Minuten. Und ich möchte jetzt aber gerne noch mit euch schnell diese zwei Pakete, die ich bekommen habe, auspacken. Und entschuldigt diesen Winkel, aber ich hatte jetzt keine Lust, noch das Stativ rauszufriemeln. Deswegen habe ich euch mal schnell irgendwo gegengelehnt. So, ich mache mal das erste Paket auf. Das ist das kleinere. Und ich hatte einen schlechten Tag und ich musste mir Bücher bestellen. Ich war so gefrustet mit meinem scheiß Teppich, den ich bestellt hatte. Und der nicht kam. Und ja, lange Geschichte, erzähle ich euch noch einmal. Auf jeden Fall war ich so gefrustet, dass ich mir Bücher kaufen musste. Und Buch Nummer 1, was ich mir gekauft habe, ist der zweite Teil von der Game-On-Reihe Chancenlos. Da geht es um den besten Freund von dem Kerl aus dem ersten Teil. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch, weil dieser Kerl, um den es hier geht, der hat es echt übel drauf. Und der hat Sachen im ersten Teil gemacht, wo ich so dachte, so, wow, nicht sein Ernst. Nicht sein Ernst. Naja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt mal auf das Buch und ich bin gespannt, wie es wird. Auf den dritten Teil freue ich mich auch schon sehr auf die Geschichte. Und ja, das ist Buch Nummer 1, was ich mir gekauft habe. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft und zwar dieses hier. Wie ihr seht, das ist ein etwas, naja, größeres Buch. Ich konnte nicht an diesem Buch vorbei. Ich habe mir da jetzt den ersten Teil gekauft letzten Monat und wenn ihr mein Neuzugänge-Video gesehen habt, könntet ihr ahnen, was es ist. Und zwar habe ich dieses Buch hier gekauft. Feuer, das ist der zweite Teil der Engelsforce-Reihe. Und den ersten habe ich ja ganz günstig bei Hugendubel für 5 oder 6 Euro gekauft. Und den hatten sie jetzt für 7 Euro bei Amazon auch noch komplett neu eingeschweißt. Oh, was steht hier? Musst du lesen. Und ja, den hatten sie halt auch noch bei Amazon komplett eingeschweißt für 7 Euro. Und ich dachte mir, bevor ich den zweiten und dritten Teil wieder ganz, ganz schlecht rankriege und der für 7 Euro dort zu haben ist, kaufst du ihn dir gleich. Auch wenn der erste vielleicht nichts ist, hast du halt 7 Euro in Sand gesetzt. Ja, meine Güte, dann ist das halt so. Dann kann ich es nicht ändern. Aber das sind die beiden Bücher, die ich mir die Woche bestellt habe. Es kommen jetzt in den nächsten Tagen rein theoretisch noch 3 Bücher. Ich bin mal gespannt, ob die noch kommen, während ich diesen Vlog mache. 2 Bücher sind vom Bloggerportal, die ich genehmigt bekommen habe. Und ein Buch vom HarperCollins Verlag kommt noch, was ich auch genehmigt bekommen habe. Ich freue mich schon sehr. Was das für Bücher sind, verrate ich euch jetzt an dieser Stelle noch nicht. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir sie auspacken. Ich mache mich jetzt erstmal fertig. Nina müsste jeden Moment klingeln. Und ich würde sagen, bis später. Guten Morgen, ihr Lieben, heute ist Freitag. Ich bin gerade auf dem Weg ins Büro. Wie immer viel zu spät dran. Ihr Lieben, ich noch mal ganz kurz.
bevor ich jetzt schlafen gehe, noch ein kurzer Update zu meinem Tag. Ich habe heute gearbeitet, dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Hund abgeholt, bin nach Hause gekommen, habe Downton Abbey geguckt, eine Folge, habe eine Folge Teen Wolf geguckt, war sehr gut beides. Und dann habe ich mit dem Hund ein bisschen gespielt und dann habe ich gelesen. Ich habe ja gestern Insignia beendet, die Weltenspieler von S.J. Kincaid, von der Autorin von Diabolik. Und es war ein richtig gutes Buch, hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte das Science-Fiction-Setting, ich mochte die Charaktere, ich mochte den Schreibstil, ich fand das ganze Buch total toll und richtig gut. Und es war mal eine richtig schöne Abwechslung so für zwischendurch. Und warum wackele ich so mit der Hand? Ich weiß es nicht. Ja, kriegt von mir volle 5 Sterne, war ein richtig gutes Buch. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und nichts auszusetzen. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber das war wirklich minimal. Also Daumen hoch für dieses Buch. Das Ende war Gott sei Dank auch so, dass es kein richtig fieses Cliffhanger-Ende war. Also es war ein offenes Ende, also man weiß, dass da noch was kommt. Aber es ist jetzt ein Ende, wo die Geschichte in sich erstmal so abgeschlossen ist. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass der zweite und der dritte Teil nicht mehr übersetzt worden sind. Aber wahrscheinlich hat sich das Buch damals nicht gut genug verkauft. Wir kennen das ja, ne? Verkaufszahlen, Verkaufszahlen, Verkaufszahlen. Das war Niki im Übrigen. Wir reden nämlich gerade über das Buch, was ich jetzt mit Niki lese. Ich habe ja mit Niki Insignia gelesen und wir haben gesagt, wir hauen dann gleich das zweite Buch, was wir diesen Monat zusammen lesen wollten, hinterher. Und zwar lesen wir jetzt gerade aktuell dieses Buch hier. Karma Girl von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil der neuen Big Time Reihe. Und in dieser Reihe geht es um Superhelden. Und es geht hier um Carmen und Carmen wird quasi an ihrem Hochzeitstag von ihrem Verlobten betrogen und sie erwischt ihn dabei mit ihrer besten Freundin. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, stellt sich noch währenddessen heraus, dass er der Superheld der Stadt ist und ihre beste Freundin die Erzfeindin des Superhelden. Und die beiden sind ein Liebespaar. Und sie ist die Gelackmeierte. Und daraufhin beginnt sie einen Rachefeldzug und möchte alle Identitäten aller Superhelden und Superschurken aufdecken, dass kein normaler Mensch wie sie, der in dem Umfeld der Superhelden lebt und existiert, vielleicht jemals so verletzt werden könnte wie sie, weil sie halt einfach nichts über die Identität, weil die Person halt einfach nichts über die Identität der Superhelden wissen. Macht das gerade Sinn, was ich erzähle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es um Superhelden und ja, unsere Protagonistin, wie gesagt, macht sich dann auf die Suche, um die Identitäten aufzudecken und kommt dann nach Big Time und begegnet den Fearless Five und den Bösen, den Trinity irgendwas gedöns. Ich merke mir diesen Namen nicht. Terrible Trinity oder so. Und ja, und dann geht natürlich einiges schief und Carmen steckt ziemlich in der Tinte. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir das Buch bisher richtig gut gefällt. Ich mag ja Jennifer Estep Bücher sowieso gern. Ich mag ihren Schreibstil. Ich mag die ganze Art, wie diese Frau Geschichten schreibt. Und ja, finde die Charaktere auch toll. Bis jetzt mag ich das Buch und ich bin gespannt, was Niki jetzt erzählt. Sie hat mir jetzt gerade nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Und ja, schauen wir mal. Ich hätte heute eigentlich nur bis Seite 80 lesen müssen. Ich bin jetzt bei Seite 150. Das heißt, ich habe für den morgigen Tagesabschnitt noch 30 Seiten, die ich lesen muss. Das heißt, ich werde morgen garantiert auch schon wieder ein Stückchen weiterlesen. Was ich jetzt aber nicht als schlimm empfinde, denn ich finde das Buch gut und es gefällt mir und ich mag es. Und es ist aber jetzt kein richtiges Jugendbuch. Also für Jugendliche ab 16 würde ich eher sagen, ist es zu empfehlen. Da auch hier wieder erotische Szenen mit drin vorkommen, wie bei der Elemental Assassin-Reihe. Und ja, wie mir das Ganze gefällt, werde ich dann weiter berichten. Mehr gibt es zu diesem Buch jetzt im Moment auch nicht zu sagen. Ich werde jetzt in mein Bett gehen. Hallo ihr Lieben und guten Tag. Es ist Samstagvormittag. Ich habe gerade gedreht und wie immer hier Chaos veranstaltet. Ich wollte eigentlich jetzt die Kamera mitnehmen zum Gassi gehen. Allerdings sind jetzt nach dem Drehen beide Akkus leer. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Akkus ans Ladegerät hängen und kann die Kamera nicht mitnehmen. Das heißt, ich werde heute wieder den ganzen Tag nur labern. Ja, aber da heute nicht so viel passiert ist bisher, wird das auch nicht so viel Gelabere. Was ich auf jeden Fall euch die Woche nochmal mit zeigen wollte, ist unsere neueste elektronische Errungenschaft. Nämlich haben wir uns eine Drohne gekauft. Also wir hatten ja schon eine Drohne, so eine große. Aber diese großen Drohnen, die sind einfach hier so für unsere Sachen, die wir damit machen wollten, nicht geeignet. Deswegen haben wir die große Drohne jetzt verkauft. Die ist weg.
Und ja, wir haben jetzt eine neue. Wir haben jetzt diese DJI Spark Drohne uns gekauft. Und dann werde ich euch die Woche auf jeden Fall auch nochmal Bilder mit zeigen und Bilder mit einfangen. Denn die ist richtig cool. Die macht aber auch einen Riesenlärm. Und jetzt blinkt der Akku schon wieder. Bevor mir der Akku abspielt, würde ich sagen, wir hören uns später. Und wenn die Akkus wieder voll sind, fange ich euch auch noch ein paar Bilder ein. Aber erstmal so viel dazu. Und ich laber schon wieder Müll. Also bis später. Samstagabend, 6:45. Ich war heute noch fleißig, ich habe Sport gemacht, ich habe mir dann was zum Mittag gemacht. Ich habe meinen Abschnitt von Karma Girl für heute gelesen und sitze jetzt am PC und muss schneiden, denn ich habe ja heute Vormittag gedreht. Und das Ganze muss natürlich auch noch geschnitten werden und das werde ich jetzt noch machen. Das habe ich heute noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Und die Post war aber zwischenzeitlich noch da und hat mir das hier gebracht. Und ich habe mir gedacht, wir packen das mal zusammen aus und gucken mal rein, was da drin ist. Ich hatte euch ja die Woche schon gesagt, dass ich noch Pakete erwarte. Und das sind diese 3 Stück, die sind heute alle gekommen. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Ich suche gerade die Schere. Ah, hier. Und ich packe das Ganze jetzt mal aus. Ha! Buch Nummer 1. Rock My Dreams von Jamie Shaw. Das ist der letzte Teil der The Last Ones to Know-Reihe. Hier geht es um Mike, den Schlagzeuger, und um Hayley. Und ich habe die Leseprobe dazu schon gelesen. Die war hinten im dritten Teil drin. Und ich freue mich so unglaublich auf dieses Buch. Die Leseprobe war so spannend. Und ich bin gespannt, wie das zwischen Hayley und Mike wird. Und oh, mein Nagellack passt zum Buch. Guck mal, schön, ne? Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon so auf dieses Buch. Aber noch dieses Buch. Habe ich mich auch schon gefreut. Die Wellington-Saga Teil 2, Verführung. Hier geht es um Sebastian Del Campo. Genau. Und es ist der Bruder von Alejandro aus dem ersten Teil. Und Sebastian ist total der Playboy und Frauenheld und Draufgänger und überhaupt. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich auch, das jetzt hier mit lesen zu können. Ich zeige es euch auch nochmal. Da ist es so. Da. Tada. Diese beiden Bücher hier werden jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell verschlungen und dann kriegt ihr sofort meine Meinung zu den Büchern und ich freue mich so. Ich freue mich, Teil 4 und Teil 2 und oh mein Gott, ich freue mich so riesig, dass der Verlag die mir zur Verfügung gestellt hat. Es war auch beides der Blanc-Ballet Verlag und ja, ich freue mich. Ja, ganz, ganz bald werde ich sie jetzt mitlesen. Ich werde, denke ich mal, heute schon mit Rock My Dreams noch anfangen. So, dann habe ich noch dieses Buch hier bekommen. Es ist ein Buch vom HarperCollins Verlag. Ich habe das bei denen auf der Internetseite entdeckt, dieses Buch, und ich fand einfach, es hat sich wirklich gut angehört. Ich habe von diesem Buch noch nichts gehört, obwohl es schon eine Weile draußen ist. Ich muss aus mir die Verpackung aufkriegen. Und zwar ist es dieses hier von Kirsty Mosley, Fighting to be Free, nie so geliebt. Und dieses Buch, wie gesagt, habe ich beim HarperCollins Verlag auf der Internetseite entdeckt und ich fand einfach, das hat sich so gut angehört. Und zwar geht es hier um Jamie und Jamie ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht, und er war jetzt im Gefängnis und kommt jetzt aus dem Gefängnis frei. Jamie möchte gern alles, was er bisher erlebt hat, hinter sich lassen und nochmal von vorne anfangen und lernt dann Ellie kennen. Und Ellie ist alles, was er sich jemals erträumt hat und er weiß nicht, wie er es schaffen soll, ihr von seiner Vergangenheit zu erzählen. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und ich freue mich schon so auf dieses Buch. Ich fand, es hat sich einfach unglaublich gut angehört. Und ich hoffe, es enttäuscht mich nicht, aber Bücher vom MTB Verlag haben mir bisher eigentlich immer gut gefallen. Deswegen bin ich mal gespannt auf Fighting to be Free, nie so geliebt. Und ja, auch hier werde ich euch natürlich schnellstmöglich berichten, wenn ich dieses Buch gelesen habe.
So, das waren jetzt hier die drei Bücher, die ich bekommen habe. Oh, ich freue mich so, ihr klappt das gar nicht. Auf alle drei Bücher freue ich mich wahnsinnig. Sind alles drei Liebesschnulzen, wie sollte es anders sein? Und ja, ich lese ja gerade mit Niki noch Karma Girl. Wir haben unseren Abschnitt für heute fertig gelesen und auch jetzt gefällt mir das Buch immer noch gut. Ich finde die Art, wie die Geschichte erzählt wird, richtig, richtig gut. Und jetzt war gerade wieder so eine Szene und oh, es war einfach ein Traum. Also Karma Girl gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, wenn der dann rauskommt. Der heißt Big Mama, glaube ich, der zweite Teil. Und ja, ne, schauen wir mal. Den werde ich mir auf jeden Fall dann, denke ich mal, auch holen. Und so viel von mir. Ich werde jetzt hier den restlichen Abend damit verbringen, hier noch ein bisschen rumzuschnipseln. Ich würde sagen, ich melde mich morgen bei euch. Und ja, ihr seht mich ja dann gleich. Und ich sag mal, bis dann. Morgen, ihr Lieben. Es ist inzwischen Montagmorgen. Es ist kurz vor 7 und ich muss jetzt los. Ich dachte, ich melde mich noch mal ganz kurz bei euch und sag mal Hallo. Ich lebe noch und ich muss mal hier fix noch überall die Fenster zumachen, bevor ich jetzt gehe. Ich habe Karma Girl fertig gelesen. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also ich fand das Buch richtig, richtig gut. Mit diesen Superhelden hat mir mega gut gefallen. Also I like. Aber ich mag Jennifer Easter Bücher ja sowieso. Also von daher... alles prima, alles wunderbar. Ansonsten habe ich dann gestern noch Fuchsabend und Fuchssprung gelesen. Fuchsabend ist der dritte Teil der Vorgeschichte von der Fuchsgeschichte und Fuchssprung ist der neunte Teil der Fuchsgeschichte. Diese beiden Bücher habe ich gestern Abend noch gelesen. Sie umfassen ja jeweils immer nur 50 Seiten und beide haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe Niki da auch schon mein Feedback gegeben und ja... freue mich dann schon auf Band 10 und 11. Da schreibt Niki gerade noch dran bei der Fuchsgeschichte. Und ich liebe die Fuchsreihe. Ich kann sie euch immer wieder nur empfehlen. Vielleicht mache ich mal ein Sondervideo zu den Fuchsbüchern. Weil jetzt im August kommt Fuchsmorgen, im September Fuchsmittag und im Oktober Fuchsabend. Vielleicht mache ich dann im September mal so ein Special-Video zur Fuchsgeschichte und allem drum und dran. Und ja, das habe ich gestern noch gemacht. Ansonsten das übliche Haushalt, Wäsche waschen, putzen, hast du nicht gesehen. Und jetzt müssen wir ins Büro und ich habe keine Lust. Es ist Montagmorgen, ich habe keinen Bock. Ich habe meinen Freund um 5 Stunden auf Arbeit gefahren. Und jetzt muss ich in das Büro. Und ja, heute Nachmittag möchte ich auf jeden Fall, nachdem ich alle meine Pflichten erledigt habe, möchte ich heute Nachmittag auf jeden Fall mit Rock My Dreams anfangen. Das möchte ich heute Nachmittag anfangen mit lesen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los. Ich bin spät dran und bis später. Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich melde mich auch mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal gemeldet habe ich mich Montag früh. Es ist jetzt Mittwochnachmittag, so gegen 17 Uhr. Ja, so gegen 17 Uhr. Und ich schwitze, mir ist mega heiß. Bei uns sind es heute, glaube ich, ich weiß nicht, 30, 35 Grad, irgendwie sowas. Und es ist einfach nur ekelhaft von der Temperatur her. Und ich zerlaufe. Ja, aber ich dachte, ich melde mich mal, denn ich habe Post bekommen. Ich habe zwei Päckchen bekommen. Natürlich sind da Bücher drin. Wie sollte es anders sein? Bei dem einen Paket dachte ich schon... hä, was ist denn das? Ich habe überhaupt nichts mehr bestellt. Und dann fiel mir ein, dass ich vor a long, long time ein Buch beim Verlag angefragt habe von Bastei Lübbe. Und ich habe von denen nichts mehr gehört. Und deswegen habe ich mit dem Buch auch überhaupt nicht mehr gerechnet. Und ich vermute mal, dass dieses Buch im Paket ist. So, wir packen jetzt die zwei Pakete einfach mal aus. Und ich erzähle euch so lange, was ich so getrieben habe. Ich habe nicht viel gemacht die letzten zwei Tage. Fangen wir mal mit dem Paket hier an. Ich habe gearbeitet, wie sollte es anders sein? Und ich habe Rock My Dreams gelesen in den letzten beiden Tagen. Wow, dieses Buch ist so gut. Und was geht hier mit meinen Haaren? Es ist einfach zu warm. Ja, dieses Buch ist unheimlich gut. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch. Und es ist definitiv mein liebster Teil der Reihe. Und die Kameraprobleme, mich scharf zu stellen. Und ja, ich fand es einfach nur mega, mega, mega. Wenn ihr die ersten Teile gelesen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall weiterlesen. Meine Reihenfolge ist jetzt aus der vierte, dann kommt der dritte, dann kommt der erste und dann kommt der zweite. Also quasi einmal rückwärts fast. Und ja, es war einfach so ein tolles Buch. Allein wegen der Sache mit dem Hund muss ich dieses Buch feiern. Ja, ich packe jetzt auch erstmal aus. Das erste Buch, was ich bestellt habe, ist dieses hier. Schlüssel. Der dritte Teil der Engelsforce-Reihe. Dieses Buch hat über 1000 Seiten. Dieses Buch hier hat mir, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber
ihr Kanal heißt Books Paradise, da hat sie mir gesagt, das ist gerade den dritten Teil von dieser Engelsforce-Reihe und ich bin immer noch unscharf. Dass es diesen dritten Teil gerade bei Thalia im Internet für 6,99 Euro gibt und ich dachte, okay, den musst du kaufen für 6,99 Euro, so günstig werde ich dieses Buch nie wieder bekommen. Ich habe auch für den ersten und für den zweiten Teil jetzt jeweils nur 6 Euro bezahlt, also von daher passt es, ne? Und ja, ich freue mich, ich habe jetzt wieder eine Reihe komplett, auch wenn ich nicht weiß, ob sie mir gefällt. Aber ich denke insgesamt bei einer Reihe für das Geld, was ich da jetzt bezahlt habe, kann man das verkraften, wenn sie dann nicht mein Fall sein sollte. Aber ich habe eigentlich nur Gutes über diese Reihe gehört. Dann gucken wir mal in das Paket von Bastei Lübbe. Ich stelle euch nochmal hier hin, sonst kriege ich es nicht auf. Ja, es ist das Buch. Und zwar habe ich beim Verlag angefragt, True North, schon immer nur wir. Und ich fand, das hat sich ganz, ganz toll angehört. Dieses Buch, es ist ein Liebesroman. Ich vermute auch mal, dass hier wieder ein bisschen Erotik mit im Spiel ist. Ich bin gespannt auf dieses Buch und ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ich freue mich schon sehr drauf, dieses Buch zu lesen. Und hier geht es um Jude und er kehrt nach Hause zurück und er versucht, seine Vergangenheit zu vergessen, aber das kann er nicht. Denn er war der Mann, der für den Tod von Sophies Bruder verantwortlich ist. Und ja, Sophie und er, das ist die Love Story. Mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht so auf dem Kopf, aber ich freue mich schon wahnsinnig doll auf dieses Buch. Ja, ansonsten habe ich die letzten Tage auch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. So, ich höre auf, euch zuzukauen, schon wieder viel zu lang. Bis dahin! Guten Morgen, es ist inzwischen Samstag, der 22. Juli. Oh mein Gott, der Juli ist schon fast wieder rum, ist das nicht krass? Ich habe gerade mit Annika geskypt, die hat heute Geburtstag und wir haben zusammen mein Geschenk ausgepackt, was ich ihr geschickt habe und haben dann jetzt noch ein bisschen gequatscht. Jetzt ist es ungefähr 10:30. Ich muss heute auf jeden Fall noch Haushalt machen, aber das kann ich erst, wenn mein Freund aufgestanden ist, der hatte Nachtschicht. Das heißt, solange muss ich mich ja noch irgendwie ruhig beschäftigen. Und der Hund ist auch schon am Meckern, weil der spielen möchte. Aber es regnet draußen, ich kann mit dem Hund nicht raus. Und es ist irgendwie heute voll nervig alles. Ja, aber egal. Kommen wir aber an dieser Stelle einfach mal zu dem, was ich gerade so lese und gelesen habe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich euch als letztes Update gegeben habe, was das betrifft. Ich habe auf jeden Fall die Woche Rock My Dreams gelesen, den vierten Teil von der The Last Ones to Know Reihe. Und das ist definitiv mein Lieblingsteil der Reihe. Ich konnte mich so gut mit der Protagonistin identifizieren. Das war der Wahnsinn. Und diese Sache mit dem Hund, ein Traum, ein Traum. Und dann habe ich gestern noch die Wellington-Saga beendet, den zweiten Teil. Den kann ich euch auch mal zeigen. Die habe ich ja hier stehen. Also das ist Rock My Dreams. Und hier haben wir die Wellington-Saga-Verführung. Ja. Der zweite Teil hier war jetzt ganz nett. Aber er hat mich nicht umgehauen. Also es war eine nette Geschichte, aber es ist jetzt nichts, was mich absolut begeistern konnte. Ich hatte hier das Problem, dass die Emotionen bei mir nicht angekommen sind. Also ich hatte auch Probleme bei den Dialogen, wenn die sich unterhalten haben. Ich wusste jetzt nicht, ist die jetzt wütend? Ist die erfreut? Ist die keine Ahnung was? Also es spielte sich da bei mir im Kopf alle sehr monoton ab. Und irgendwie kamen diese Empfindungen und Emotionen beim Dialog und wenn die miteinander agiert haben, nicht so wirklich rüber. Dann waren hier übersetzte Wörter drin, wo ich erstmal gedacht habe, aha, das musst du jetzt erstmal googeln, was dieses Wort heißt. Ich kannte es nicht. Und dann waren da noch zwei, drei andere solche Sachen drin in dem Buch, was mich auch komplett aus dem Lesefluss dann wieder rausgerissen hat. Und das hat mich schon dezent genervt. Und ja, wie gesagt, die Emotionen sind bei mir hier leider im zweiten Teil auch nicht angekommen. Der erste war um einiges besser, aber naja gut. Ich habe die beiden Bücher gelesen. Ich werde dazu dann morgen auch noch noch ein Video drehen, dass ich die beiden Bücher gleich fertig habe und weg habe.
Sind beides Rezensionsexemplare, da muss man sich immer ein bisschen sputen mit Lesen und Video drehen und online stellen. Ne? Die Verlage haben das nicht so gerne, wenn du da wochenlang das schleifen lässt. Und gestern habe ich dann noch mit Fighting to be Free angefangen. Das ist ein Buch vom HarperCollins Verlag, also vom MTB Verlag. Das ist auch eine erotische Liebesgeschichte. Und dann geht es um Jamie und er war im Gefängnis. Und ist jetzt nach 4 Jahren raus aus dem Jugendknast, ist jetzt gerade um 18 Jahre alt, also ist mit 14 in den Knast gekommen und ist jetzt 18 Jahre alt und möchte halt gern von vorn anfangen, ohne irgendwie wieder kriminell zu werden. Aber natürlich ist das nicht so einfach, denn sein alter Arbeitgeber quasi steht natürlich schon vor der Tür und möchte ihn natürlich wieder überreden, irgendwelche krummen Dinger zu drehen. Und ja, Jamie trifft dann auf Ellie und Ellie ist so ziemlich genau Gegenteil von ihm. Sie ist ein liebes, nettes, braves Mädchen, ist in einem normalen, ordentlichen Haus aufgewachsen mit liebevollen Eltern und ja, die beiden begegnen sich. Und was das dann jetzt mit den beiden wird, werde ich sehen. Da habe ich gestern die ersten 100 Seiten gelesen noch, bis heute früh um 1. Und ja, vom Buch fehlt vielleicht jetzt quasi so viel. Also ich habe 100 Seiten gelesen, vielleicht von der Dicke vom Buch her gefühlt, also so viel da drüben. Also das ist Wahnsinn, dieses Buch ist ultra dick. Und ich bin gespannt auf die Geschichte und bisher gefällt sie mir gut und ich freue mich dann jetzt auch weiterzulesen. Jo. Danach, wenn ich Fighting to be Free fertig habe, werde ich auf jeden Fall gleich True North lesen. Das habe ich ja die Woche auch noch bekommen vom Lux Verlag. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe bisher auch nur Gutes über diese Reihe gehört, deswegen bin ich jetzt mal auf den zweiten Teil gespannt. Den ersten habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber es ist ja wieder so eine Geschichte, wo man die Bücher unabhängig voneinander lesen kann. Deswegen ist das ja jetzt nicht ganz so schlimm und wenn der zweite mir richtig gut gefällt, kann ich mir den ersten immer noch kaufen. Ja, soviel zu meinem Lesevorhaben. Dann wäre ich auch erstmal fertig mit den Rezensionsexemplaren, die ich noch hatte. Das nächste kriege ich rein theoretisch erst im September und Oktober, also bin ich dann ins Rezensionsexemplar frei, was ich absolut nicht schlimm finde, weil ich dann endlich mal dazu komme, meinen Sub abzubauen. Und ja, schauen wir mal, was ich dann danach lese. Ich muss unbedingt Das Reich der 7 Höfe lesen von Sina, weil es ist ja nur ausgeborgt von ihr und ich möchte ihr das ja gern dann zur Buchmesse wieder mitnehmen. Ich meine, es ist noch Zeit bis Oktober, aber ich habe das gerne immer lieber so abgehakt und fertig. Deswegen werde ich dann mich wahrscheinlich in Reich der 7 Höfe setzen. Aber dieses Buch ist auch so dick, ne? Das schreckt mich irgendwie im Moment so ab. Naja, mal gucken. Vielleicht packt mich auch irgendwas anderes und ich lese was ganz, ganz anderes. Naja, egal. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu lange und viel zu viel gequatscht. Ich werde jetzt Instagram-Fotos machen. Weil das habe ich ganz, ganz lange nicht gemacht, Instagram-Fotos machen. Da werde ich die beiden mich auch gleich noch mitnehmen und fotografieren. Und ja, so viel von mir. Das ist heute so mein Tagesplan und wenn ich mit Instagram-Fotos fertig bin, ist mein Freund hoffentlich dann auch aufgestanden und dann kann ich hier Rundumschlag machen und die Wohnung putzen. Yippie! So, das ist so mein typischer Samstag. So, und jetzt höre ich auf, euch zuzukauen. Wir hören uns später. Bis dann! Es ist inzwischen Dienstag, der, ich weiß gerade nicht, 20. Juli, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist, 25. glaube ich, irgendwie sowas, naja. Es ist absolute Scheißwetter bei uns, es regnet seit gestern ununterbrochen. Ich bin heute schon wieder um 5 aufgestanden, habe meinen Freund auf Arbeit gefahren und bin dann wieder nach Hause gekommen. Habe schon E-Mails geschrieben, habe ein Buch fertig gelesen. Wuhu! Und zwar habe ich fertig gelesen, Moment, ich hol's. Das Buch hier, Fighting to be Free, nie so geliebt von Kirsty Mosley. Und oh mein Gott, dieses Buch war echt richtig, richtig gut.
Verdammte Hacke nur, es ist der erste Teil, das heißt, es gibt eine Fortsetzung. Nein! So eine Scheiße. Aber das ist echt mal ein Buch, wo ich sage, ich werde die Fortsetzung definitiv lesen, weil dieses Ende, oh mein Gott, es war so krass, es war so schlimm, es war so dramatisch, es war, die ganze Story ist so dramatisch und die Charaktere sind so toll und er ist so toll und sie ist so toll und alles ist so toll und dieses Buch ist toll. Also ich kann euch hier echt Fighting to be Free, nie so geliebt von Christy Mosley, echt nur empfehlen. Es ist eine so, 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 so gute Geschichte. Und was steht mir hier eigentlich ab? Egal. Aber ja, das Buch habe ich heute früh noch beendet und es ist so gut. Es ist so richtig, richtig gut. Ich werde dazu auch eine Buchempfehlung machen. Und ja, kann ich dieses Buch... Und ich kann euch dieses Schätzchen hier wirklich nur empfehlen. So viel zu Fighting to be Free. Es ist echt ein richtig gutes Buch. Also im November habe ich jetzt gerade gesehen, kommt der zweite Teil, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich muss wissen, wie die Story mit Jamie und Ellie weitergeht. I like. Ich hatte voll so ein bisschen das nur noch 60 Sekunden Feeling beim Lesen, weil er ist Autodieb und ja, ich liebe nur noch 60 Sekunden und ja, es ist so toll. Also das Buch war richtig gut. Ansonsten ist bei mir die Tage nicht wirklich viel passiert. Ich habe gearbeitet. Ich habe gelesen, ich habe Sport gemacht, ich habe mich um den da gekümmert. Der will seit Tagen schon wieder nicht richtig fressen. Ich glaube, der hat einfach sein Futter über. Ich werde jetzt mal versuchen, das Trockenfutter zu kaufen. Nur ich bin davor bisher immer zurückgeschreckt, weil dieses Trockenfutter, da kostet ein kleiner Sack 50 Euro. Und wenn er das da nicht frisst, habe ich diese 50 Euro einfach mal aus dem Fenster geschmissen, weil ich kann es nicht umtauschen. Und deswegen bin ich davor bisher ein bisschen zurückgeschreckt, aber er frisst im Moment wirklich ganz, ganz schlecht und so gut wie gar nicht mehr, weil ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr auf das Futter. Ich meine, er frisst das seit 6 Monaten, da hätte ich auch irgendwann mal die Schnauze voll. Und deswegen werde ich jetzt wohl die 50 Euro für das Trockenfutter mal investieren und mal hoffen, dass er es frisst. Das macht mir gerade im Moment so ein bisschen Sorgen. Wie gesagt, ansonsten, das Wetter ist bescheiden. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es regnet auf jeden Fall ununterbrochen. Und ja, ich muss jetzt auf Arbeit. Ich habe sowas von überhaupt keiner Lust heute. Ich bin echt urlaubsreif. Aber ich habe nur noch diese und nächste Woche und dann ist Urlaub. Wuhu. Ja, Gott sei Dank. Und ja, ansonsten gibt es bei mir eigentlich auch nichts Neues weiter zu berichten. Arbeit läuft. Hier läuft alles mit dem Hund. Wie gesagt, das geht so halbwegs. Was macht der da eigentlich? Der sitzt da und guckt. Naja, wir müssen jetzt eh los. Ich muss ihn zu Oma bringen und dann auf Arbeit. Und ich werde jetzt diesen Vlog einfach an dieser Stelle auch mal beenden. Ich weiß, das ist, glaube ich, mehr Gelaber gewesen als alles andere diesmal. Aber es tut mir voll leid. Ich bin auch im Moment irgendwie total verpeilt, was das Vloggen betrifft. Ich vergesse das dann immer. Und naja, eigentlich wollte ich euch auch ja schon längst mal so richtig ein paar schöne Drohnenaufnahmen zeigen, weil wir ja jetzt so eine kleine Mini-Drohne haben. Aber es regnet oder es ist zu windig oder ich habe keine Zeit oder ich habe die Drohne vergessen oder. Stets und ständig ist irgendwas und das geht mir auf den Sack. Na, naja, kann man nichts ändern. So, ich höre jetzt auf, euch zuzukauen. Ich gehe jetzt auf Arbeit. Ansonsten beende ich den Vlog jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye.